Hallo ihr Lieben, ich bin Sandra, eure Ernährungstante aus Lüneburg. Ich stecke dort mit eigener Praxis. Herzlich willkommen zur Folge 7 Gründe für Übergewicht außer Essen. Ich möchte euch heute einfach mal so ein paar Gründe aufzeigen, die dazu führen, dass Übergewicht entstehen kann. Häufig ist es natürlich so, dass nicht nur eine Ursache vorhanden ist, sondern es auch eine Kombination sein kann. Das heißt, das Erste, was mir immer einfällt, ist, dass ganz lange und ganz viele Patienten immer wieder berichten, ich esse nicht, ich lasse das Frühstück weg, ich lasse abends was weg, ich esse nur zwei Mahlzeiten, ich esse drei Mahlzeiten, mache zwischendurch 5, 6, 7 Stunden Pause. Das heißt, längere Nüchternphasen, habe ich die Erfahrung gemacht, führen eher dazu, dass der Körper angeregt wird, über die Leber Zucker herzustellen, was ein Notfallmechanismus an dieser Stelle ist. Und diese Ausschüttung des Leberzuckers irgendwann natürlich mit dem Essen zusammenkommt und dann in der Blutbahn zu viel Zucker vorhanden ist, was der Körper, um das zu kompensieren, dann eher als Körperfett umwandelt. Das heißt, längere Nüchternphasen wären eigentlich eher zu vermeiden. Das heißt, moderat Essen einbauen, Zwischenmahlzeiten nehmen, eher eiweißlastig sein. Nicht so stark die Kohlenhydrate, aber schon moderat, wie es im Ernährungsmaß ist mit den Portionsmengen, dann funktioniert das in der Regel ganz gut auch mit der Gewichtsabnahme. Ein weiterer Grund kann sein, dass die Hormone, das kennen wir Frauen immer dann, wenn das Thema Regel ist, dass wir merken, irgendwie haben wir mehr Hunger, irgendwie steigt das Gewicht auf der Waage. Das sind häufig Wassereinlagerungen. Wassereinlagerungen können natürlich auch entstehen bei Krankheiten wie veränderten Blutdruck, Herzkrankheiten, sorry, und Nierenkrankheiten zum Beispiel, aber auch Krankheiten des lymphatischen oder der lymphatischen Gefäße. Diese Lymphödeme, wie einige sie eventuell kennen, ist eine ja sogenannte Veränderung des Wasserabtransportes in den Gefäßen. Das heißt, das Wasser bleibt im Gewebe liegen. Und wenn das Wasser sich natürlich ansammelt, wiegen wir auch mehr. Dann gibt es einen großen Part, den ich immer wieder merke, über den wird aber wenig geredet. Das ist, wenn Patienten sehr starke Schmerzperioden haben. Das heißt, wiederholende, regelmäßige, dauerhafte Schmerzen führen natürlich dazu, dass wir gegebenenfalls Bewegungseinschränkungen haben, weil natürlich bei Schmerz ja in der Regel auch etwas Ruhe erstmal angedacht ist oder manchmal man natürlich sich auch gar nicht bewegen kann. Aber es zeigt sich auch, dass die wiederholten Schmerzperioden bei schweren Rückenschmerzen zum Beispiel dazu führen können, dass auch das Gewicht hochgeht. Der Hintergrund ist, dass Schmerzen am Ende eine Stressbelastung für den Körper sind und dabei Adrenalin und Cortisol hergestellt wird als sogenannte Stresshormone. Diese verändern den Blutzucker. Was man heute aus der Diabetologie weiß, dass Blutzuckerwerte ansteigen. Das ist eigentlich dafür gedacht, damit wir in Stresssituationen aktiv werden können, also weglaufen können. Aber unter Schmerzbelastung entstehen diese Stresshormone auch. Und wenn dieser Blutzucker sich dadurch verändert, muss der Körper das wieder kompensieren und würde aus dem Zucker, der aus der Stressbelastung und Schmerzgeschichte entsteht, zu Körperfett umwandeln, weil ja die Energie in der Regel nicht in der Muskulatur verbraucht wird. Das heißt, Schmerzen können auch einen zusätzlichen Einfluss darauf haben, dass das Gewicht sich verändert. Dann ist es so, dass das Alter eine Rolle spielt. Häufig werde ich gefragt, ab wann werden wir überhaupt alt? Da gibt es Hintergründe zu, dass man ab 30 alt wird. Das bedeutet, dass wir 30, 40, 50, 60, 70, 80 immer in 10er-Kategorien, ja, ab 30 älter werden und eigentlich pro Jahrzehnt weniger als 500 Kalorien essen sollten. Wenn ich jetzt auf mich zurückgucke, macht man das ja auch nur bedingt. Das heißt, man hat ja häufig eher die Chance, mehr essen zu können, auch weil man vielleicht mit 30 eher entscheiden kann, als es vielleicht als Kind war. Das heißt, der Stoffwechsel, je älter wir werden, wird langsamer und dadurch wird natürlich auch weniger Energie verbraucht.
oder benötigt, würde ich mal sagen. Also ist es nur sinnvoll, die Bewegungsstruktur zu steigen, soweit das für jeden dann möglich ist. Und das kann übrigens auch Alltagsbewegung sein. Was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass es ein Defizit geben kann, wenn Menschen, also gerade meine Patienten immer mal wieder, sich sehr, sehr viel bewegen, also sehr viel Sport machen. Allerdings in dem Zusammenhang des Sports oder der Alltagsbewegung zu wenig Mahlzeiten zu sich nehmen. Das heißt, wenn zu wenig gegessen wird, dann kann das auch dazu führen, dass Ersatzzucker über die Leber hergestellt wird. Und dieser Ersatzzucker sozusagen dann, um das zu kompensieren, zu Körperfett umgewandelt wird. In der Regel ist das ein Prozess, wo mehrere Sachen zusammenkommen. Häufig ist der Blutzucker ja erhöht, nicht nur durch die Leber, sondern weil natürlich irgendwann auch mal eine höhere Menge gegessen wird. Wenn ich nämlich länger hungere oder Essen weggelassen habe, dann hole ich ja meistens nach. Dann gibt es die Möglichkeit, dass Medikamente oder Produkte an Medikamenten, also das können Tabletten sein, das kann natürlich auch eine andere Dosierungsform sein, dazu führen können, dass das Gewicht ansteigt. Bei Psychopharmaka zum Beispiel ist es so, ich kann es an einem Antidepressiva mal erklären. Das gilt aber auch nicht für jedes dieser Wirkstoffgruppen, sondern da muss man gezielt gucken. Und bei Medikamenten ist es auch so, dass nicht jeder eine Gewichtszunahme hat. Deswegen ist das alles immer so ein bisschen umstritten. Wenn man aber sich so ein bisschen umschaut, einfach in der Bevölkerung, und das habe ich getan bei unseren Patienten, da fällt schon auf, dass es in bestimmten Bereichen doch vermehrt Menschen gibt, die darunter leiden. Das heißt, bei den Antidepressiva, die wirken häufig auf einen Teil des Gehirns, das nennt sich Hypothalamus, da dort auch das Hungersättigungsgefühl sitzt und die Medikamente, in diesem Falle das Antidepressiva, dort eine Serotoninausschüttung machen sollen, kann es dazu führen, dass der Hypothalamus getriggert wird oder dass eine Art Triggerfunktion ja, umgesetzt wird, die dann dazu führt, dass auch eventuell vermehrt Körpergewicht entsteht. Es sind sicherlich mehrere Mechanismen, dass eben auch das Hunger- und Sättigungsgefühl dadurch verändert wird und dann vermehrt eventuell auch gegessen wird und auch dadurch dann das Körperfett steigt. Also wie ihr merkt, sind mehrere Komponenten, die immer zusammenkommen. Es ist nicht unbedingt immer nur eine Sache alleine. Bei den Medikamenten kann man auch immer Insulin nennen. Es gibt viele Patienten, die spritzen Insulin, wo überhaupt gar nichts passiert. Das ist ja auch wichtig, dass die Blutzuckerwerte dadurch behandelt werden. Aber da Insulin in einer bestimmten Menge auch Körperfett aufbaut, kann es sein, dass es das begünstigt. Bei Medikamenten ist auch immer das Cortison zu nennen, was verwendet wird. Gerade zum Beispiel bei Entzündungsprozessen wirkt Cortison ja sehr gut. Und auch da sehen wir immer mal wieder, dass Patienten einfach an Gewicht zunehmen. Was sich auch, wenn Cortisontherapien nur intervallartig sind, ja wieder abgesetzt wird, dass es sich eventuell auch ändern kann, aber es ist nicht bei allen Patienten so. Dann haben wir noch die sogenannte Schilddrüse. Bei den Schilddrüsenerkrankungen zum Beispiel, bei Herzerkrankungen, bei Blutdruck, bei Nierenerkrankungen kann es auch immer zu einer Gewichtsveränderung kommen. Es gibt im Gehirn noch ein Organ, das nennt sich die Hypophyse. Dort werden Hormone produziert. Auch hier, wenn dort ein Tumor zum Beispiel sitzt, kann es zu Gewichtsveränderungen kommen. Also haben wir jetzt schon mal ganz viele Bereiche abgedeckt. Kaloriendefizit als auch veränderte Ernährung muss immer im Gleichgewicht sein. Das würde jetzt ja zum Essen gehören. Da werde ich sicherlich noch mal eine separate Folge noch mal besprechen. Also, wir haben die Hormone, die Schmerzen, die Wassereinlagerung, die Medikamente, den Bewegungspart, speziell nochmal die Insulinresistenz vielleicht an der Stelle. Bei der Insulinresistenz ist es so, dass der Körper über die Bauchspeicheldrüse eine erhöhte Insulinausschüttung oder eine erhöhte Insulinmenge ausschüttet. Und diese Insulinresistenz führt dann dazu, dass
wenn vermehrt Kohlenhydrate gegessen werden, ein Teller voll Nudeln und noch der zweite Teller voll Nudeln hinterher oder wir einen Teller voll Bratkartoffeln oder wir essen viele Kohlenhydrate als Süßigkeiten, dann kann diese erhöhte Menge an Kohlenhydraten zu einer erhöhten Menge an Zucker in der Blutbahn umgewandelt werden und um den Zucker zu verarbeiten, wird der Körper immer Insulin ausschütten. Wenn eine Insulinresistenz da ist, wird automatisch vermehrt Insulin hergestellt, was nicht nur von der Kohlenhydratmenge abhängt, sondern einfach vom Mechanismus auch der Bauchspeicheldrüse. Und diese vermehrte Insulinresistenz finde ich, sehe ich sehr häufig in der Praxis bei Patienten, die nach Schwangerschaft Gewichtszunahmen haben. Wenn das der Fall ist, kann man eine Insulinresistenz über die Endokrinologen untersuchen lassen, als auch bei den Diabetologen, wobei ich allen, die keine Diabetesdiagnose haben, empfehlen würde, erstmal die Endokrinologen dazu nehmen. Genau, also da haben wir auch noch die Insulinresistenz. Das heißt, ihr hört schon, dass es viele Bereiche gibt. Eine typische Genveränderung im Zusammenhang der familiären Gene, das heißt eine Vererbungslinie, die gibt es natürlich auch, dass man häufig in den Familien auch so eine Struktur sieht, dass Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern vielleicht auch schon vermehrt das Thema Gewicht hatte, was natürlich dann eine Vererbung auch auf die eigenen Gene, ja, also eine Rolle spielt, will ich damit sagen. So, ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick in die Welt Übergewicht und deren Gründe gegeben habe. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Sandra, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.